Meine Damen und Herren, das ist die Startreihenfolge. Das sind unsere 11 Springerinnen und Springer. Annabelle Mandeng ist dabei. Marcel Nguyen, Faisal Kavusi, Ronja Hilbig, Markus Rehm, Joey Kelly, Vanessa Meisinger, Paul Janke, Annika Hansen, Daniel Aminati und Stefan Raab, der uns eben gerade hier an der Seite am Rand dieser Insel eine kleine wunderbare Kostprobe von seinem Talent gegeben hat. Ganz viel Talent hat aber auf jeden Fall unsere erste Springerin. Sie hat schon einmal gewonnen und zwar im Jahre 2012. Annabelle Mandeng. Hallo, ich bin Annabelle Mandeng. Die Moderatorin und Schauspielerin hat nebenbei auch ihre eigene Designlinie entwickelt und stand im letzten Jahr für den deutschen Kinofilm Männerhort vor der Kamera. Oh ja. Ich finde das gar nicht ungewöhnlich. Also irgendwie, ich freue mich halt immer, wenn eine neue Herausforderung auf mich zukommt. Beim Turmspringen gehört sie zu den erfahrensten und erfolgreichsten Teilnehmerinnen. Im letzten Jahr gab es Gold beim Synchron und Bronze in der Einzelwertung. Ja, es lief schon ganz gut, aber ich hoffe natürlich, dass es noch besser wird. Jetzt ist ja das letzte Mal, deswegen gebe ich alles. Ich trete jeden Wettkampf an, den zu gewinnen. Das kommt aus dem Leistungssport und das gilt auch fürs Turmspringen. Turmspringen ist auch der einzige Sport, wo du allein in der Luft bist. Du kannst dich nirgendwo dranhängen, du hast kein Gerät, du hast keinen Ball. Du bist in der Luft und da musst du irgendwie klarkommen. Und dann tauchst du irgendwann ins Wasser und denkst so, Gott, hoffentlich habe ich das richtig gemacht. Ja, richtig. Sie hat sehr gute Voraussetzungen, ist sportlich unheimlich ehrgeizig. Und wir haben sie auch an ihren Platzierungen gesehen, sie ist immer mit vorne drin. Ne? Also die Konkurrenz ist gut, weiß ich, aber es ist das letzte Mal und dann möchte ich natürlich ganz oben stehen auf dem Treppchen. Ich will den ersten Platz machen. Du startest bei 7,5 Meter, bei deiner Beinlänge heißt es also, du bist gefühlte 10 Meter hoch. Keine Angst, das kennen wir ja von dir. Aber mal ehrlich, hast du schon mal richtig wehgetan beim Springen? Ja, ich habe mir total wehgetan. Also ich sehe auch ganz fürchterlich aus von hinten. Das zeige ich erstmal nicht, ja? Weil ich einige Sachen rumexperimentiert habe und das ging auch mal schief. Das tat richtig weh, wenn man dann so aus Wasser knallt, was zeckt. Das ist wie Beton, oder? Ja, ist wie Beton. Man sieht auch danach so aus, als wäre man mit einem Baseballschläger verbrüllt worden. Ich habe es ein bisschen übergeschminkt jetzt. Du darfst als Erste ran, ist das ein gutes oder ein schlechtes Gefühl? Setzt dich das unter Druck? Das ist ein ganz schlimmes Gefühl. Ja, ich habe total Herzrasen und ich finde es ganz schrecklich. Und ich wünschte, ich wäre alles andere als die Erste. Na, dann wünschen wir dir ganz viel Glück bei dem ersten Sprung des heutigen Abends. Viel Glück, Annabelle Mandeng. Bei Frauen sprechen wir ja nicht über das Alter, aber sagen wir so viel, sie ist die Erfahrenste im Feld. Und sie kann schwierige Sprünge absolvieren von 7,5 Metern. Anderthalb Salto vorwärts, das ist schon eine Schwierigkeit von 3,5. Und da hat man von oben erstmal sehen können, dass der in der Luft sehr, sehr gut aussah. Hier, schön alles gerade. Jetzt kommt die Körperstreckung, aber unten ein kleines Problem. Der schlägt über und sie verliert auch ein ganz klein bisschen die Füße. Zack. Also von der Ausführung ganz unten war der sicher nicht perfekt. Die Noten dementsprechend, die Kampfrichter sind sich einig, 6,5. Aber der kleine Trostbuschi ist, sie liegt in Führung. Ja, Schweinchen schlau, Ron. Ne? Natürlich liegt sie in Führung. Annabelle. In der Luft, überragend, wirklich gut. Was ist dann beim Eintauchen passiert, dass du überschlagen hast? Also am Eintauchen war, glaube ich, das Wasser einfach zu schnell da. Das passiert mir jedes Mal. Gut, ich habe einen zweiten Sprung, ich kann versuchen, das wieder gut zu machen. Aber so als Erste zu springen und dann hat irgendwie Kopf voll und habe ich den Kopf draußen, hat mein Trainer natürlich hier auch im Kopf, was er mir gesagt hat. Aber ich finde, summa summarum ist okay. Ich meine, immerhin, ich bin heil runtergekommen. Heißt das jetzt volle Attacke für den zweiten Durchgang? Hier hast du wahrscheinlich ein paar Punkte liegen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Also mein zweiter Sprung ist ein Handstand-Salto und ich freue mich darauf, weil das ist auch mein Angstsprung. Also der anderthalbfache Vorwärts ist der Sprung, den ich am liebsten nicht springen würde, aber muss ja zwei anbieten. Insofern bin ich erstmal froh, dass ich es hinter mir habe. Wir freuen uns auf den zweiten. Dankeschön und rüber. Und wir sind natürlich gespannt, ob es zum zweiten kommt. Momentan steht sie auf der Eins, die gute Annabelle. Aber ich rufe Ihnen das gerne nochmal ins Gedächtnis. Die beiden Schlechtesten scheiden aus nach dem ersten Durchgang. Ob das auch unserem Neuling passiert, der jetzt dran ist, das stelle ich mal in Frage, denn die Sportlichkeit ist ihm sozusagen in die Wiege gelegt worden. Meine Damen und Herren, hier ist Marcel Nguyen. Hi, ich bin Marcel Nguyen. Im Mehrkampf und am Barren ist Kunstturner Marcel eine Klasse für sich. Der dreifache Europameister gewann bei den letzten Olympischen Spielen in London gleich in beiden Disziplinen die Silbermedaille. Ich habe angefangen mit 4 Jahren beim Mutter-Kind-Turnen, dann habe ich meinen Weg gefunden, habe es bis zur Olympia geschafft. Ich bin vom ganzen Herzen Sportler, deswegen sagt man zwar, dabei sein ist alles, aber man möchte natürlich auch erfolgreich sein dabei, was man macht. Als Kunstturner müsste er beim Turmspringen eigentlich eine gute bis sehr gute Figur machen. Turmspringen-Sachen, das war nie mein Ding. Das ist eigentlich mehr für mich so das Problem, die Überwindung, dass ich kopfüber irgendwo reinspringen muss, weil in meinem Sport ist es ja nicht so sinnvoll, auf den Kopf zu landen. Ich habe mehrmals mit der Trainerin schon darüber geredet. Die wichtigsten Sachen, denke ich, sind, dass man seinen Körper gespannt hält, sonst tut man sich weh dabei. Und das kriege ich hin. Also es ist wichtig für mich, denke ich, ja, die Balance zu finden zwischen Schwierigkeit und dass ich trotzdem gut hinbekomme und der Stabilität. Das wird die Herausforderung sein und dann werde ich das schon ganz gut machen, denke ich. Marcel, 2012 warst du Dritter bei Sportler des Jahres. Das wird dir doch diesmal aber nicht reichen, oder? Ja, also ich habe mich gut vorbereitet, also ich will auf jeden Fall angreifen und schauen mal, wie es kommt. Aber als Kunstturner müsste doch das für dich eine Kleinigkeit sein, hier, oder? Das machst du doch mit links, oder? Ja, das Ding ist an sich so, die Orientierung, Drehungen, das machen wir auch, aber Kopfüberlanden ist ein bisschen ungünstig bei mir im Sport, wie ich schon gesagt habe. Das war ein bisschen die Umstellung, aber es ist ganz okay, denke ich. Dann viel Glück bei deinem ersten Sprung. Dankeschön. So, los geht's, hoch für ihn. Übrigens, kleine Nebenbemerkung. Wenn Sophia ihre Schuhe nicht anhätte, wären sie beide gleich groß gewesen. Also das sah nur dadurch so unglücklich aus. Und Fabian Hambüchen, den wir bisher immer als Turner hier hatten, der hat natürlich die Latte ziemlich hochgelegt mit seinen Siegen. Aber der hat auch ab und zu mal einen versemmelt. Also der Druck ist sicherlich groß auf dem olympischen Silbermedaillengewinner von London. Von 3 Metern, 1,5 Salto rückwärts mit 1,5 Schrauben. Ein sehr, sehr schwieriger Sprung. Schwierigkeitsgrad 4,5. So, und auch da sieht man, dass ein Weltklasse-Turner in einer für ihn neuen Sportart Probleme bekommen kann. Und die sehen wir hier. Füße komplett verloren. Also, die Füße nicht zusammen gewesen. Die Drehungen hier in der Luft, er springt auch relativ weit weg vom Brett. Und dann sogar noch eine Körperdrehung mit drin, die eigentlich auch nicht dort sein sollte. Ja, da bin ich mal gespannt, Buschi, was die Kampfrichter sagen. Ja, wir schauen mal auf die Wertung für Marcel. Und er ist hinter Annabelle. Knapp, aber er ist dahinter. Sag mal, du bist ein mega Kunstturner und dann schlabberst du da am Ende rum. Wo war die Körperspannung? Ja, mich hat es ein bisschen verdreht, ein bisschen überdreht, so wie ich es normal am Boden auch mache. Das war ein bisschen das Problem, dass ich zu viel Rotation hatte. Naja, nächster wird besser. Ist denn das Problem weg mit dem Kopfüberlanden, also eintauchen? Ist das verarbeitet? Na, ist immer noch, wie man sieht, ich würde lieber abrollen, als gerade einzutauchen. Aber ja. Geht schon gleich. Steven, bitte. Danke dir, Buschi. Und wir machen weiter mit einem weiteren Neuling und unserem schwersten Teilnehmer in unserem Feld im Einzel. Hier ist Faisal Kavusi. Hallo, mein Name ist Faisal Kavusi und ich bin Stand-Up-Comedian. Mit seinem ersten Solo-Programm Glaub nicht alles, was du denkst, erobert Faisal die Republik. Sag, bist du Türke? Ich sag, nee, ich bin Afghane. Ach, ist doch Jacke wie Hose. Der sympathische Afghane von nebenan, wie er sich selbst nennt, nimmt bei seinem Programm kein Blatt vor den Mund. Wir sind richtig behaart. Wenn wir nackt sind, denkst du, wir tragen schwarze Leggings.
Ich meine, wir leben in schwierigen Zeiten, aber da ist es auch wichtig, niemals den Humor zu verlieren. Mit einer Körperlänge von 1,90 Meter und einem Gewicht, das streng geheim gehalten wird, startete der Turmsprung-Novize mit dem Training bei 0,0. Also als ich mich dazu entschieden habe, beim Turmspringen mitzumachen, war ich einfach ein Großmaul. Und dann habe ich aber auch keinen Rückzieher gemacht. Ich dachte, ich ziehe das durch. Ich bin perfekt für diesen Sport gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute mich sehen und denken, was kommt jetzt? Und ich denke mir das selbst. Man muss echt sich selbst besiegen, seine Angst. Man hat echt Schiss, so mit, man steht mit dem Rücken zum Becken und denkt sich so, scheiße, ich sehe nicht, wo es hingeht. Faisal ist im wahrsten Sinne des Wortes mein allerschwerster Fall. Er hat alles gegeben, was er konnte. Ich bin jetzt echt gespannt, was er uns jetzt heute Abend bringt. Ich werde jetzt ja keinen Sprung hinlegen, wo man sagen kann, das wird jetzt der nächste Olympionik für Afghanistan. Aber ich werde versuchen, mich nicht zu blamieren und ich werde versuchen, die Leute zu überraschen. Faisal, endlich mal ein richtiger Kerl hier, neben Elton natürlich. Ansonsten immer einen schönen Spruch auf den Lippen, jetzt nicht mehr? Hast du Bammel oder was? Ja, ein bisschen schon, ich mache sowas zum ersten Mal, schon ein bisschen Bammel dabei. Ich merke schon, du bist ganz schön wortkarg. Ja, ich bin super, ja genau. Dann drücken wir dir die Daumen, Faisal. Runter kommst du auf jeden Fall. Ab. Viel Spaß. So, und jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein. Da spielt natürlich auch ein bisschen in die Physik die Rolle dabei. Also der wird sicherlich eine Schwierigkeit haben, einen 3,5-fachen zu machen. Aber ich sag mal so, Salto rückwärts ist auch schon ziemlich der Hammer. Und die Kampfrichter werden sicherlich auch so ein bisschen die, ja nenne ich es mal so, physische Besonderheit beachten. Trotzdem kann man so einen sauber ausführen. Also, Salto rückwärts. Schwierigkeit 2,5. Und ich sag mal eins, das war ein super Sprung. Das war der beste, den ich überhaupt von ihm gesehen habe. Jetzt gucken Sie sich das mal an. Die Drehung, der ist gerade, die Hände an der Seite und der geht gerade rein. Das gibt's doch nicht. Wo hat er den denn hergeholt? Wo hat er den denn hergeholt? Unglaublich! Wie gesagt, mit den Voraussetzungen, das müssen wir dazu sagen, der beste Sprung, den ich je von ihm gesehen habe. Ja, wir sind alle völlig aus dem Häuschen, Faisal. Ich kann dir sagen, das ging schneller als Haare waschen. Afghanistan hat sich gemeldet. Olympiateilnahme ist angefragt. Wo hast du den hergeholt? Das war ein Monstersprung. Danke, wir haben heute die Gesetze der Physik gebrochen. Das war cool. Ja, aber ich habe Trainingssprünge von dir gesehen, da habe ich Angst bekommen. Und dann das Ding. Bist du ein Wettkampftyp? Ich bin ehrgeizig und ich dachte auch am Anfang, dass ich mitmache, dachte ich erstmal so, wow, ich springe ins Wasser, dann Tsunami-Stufe 4. Aber so ist es auch ganz gut gegangen. Also das waren beeindruckende Bilder. Ich bin gespannt auf den zweiten Durchgang. Überragende Leistung. Danke, bitte. Da ging ein Raunen durch die Menge hier in der Olympiahalle. Das war ein Sensationssprung. Und damit ist Faisal auf der 3 und hat immer noch die Chancen auf einen zweiten Sprung. Und eine Dame, die jetzt kommt, die hat sich das ganz genau angeschaut, was die drei bisher Springenden so geleistet haben. Denn sie ist die Titelverteidigerin nicht nur im Synchron, sondern wie gesagt auch im Einzel. Hier ist Ronja Hilbig. Hallo, ich bin Miss Ronja Hilbig. Mit der Girls-Band Queensberry startete Miss Ronja Hilbig ihre Karriere. Im letzten Monat wurde ihre erste Solo-Single veröffentlicht. Ja, für meine erste Solo-Single habe ich mir wahnsinnig viel Zeit gelassen. Aber ich bin mega stolz. Es ist mein kleines Baby. Ich habe viel daran gearbeitet und ich hoffe, dass es allen gefällt. Und wenn's mit der Musik mal nicht mehr laufen sollte, Turmspringen könnte die Sängerin sicherlich professionell betreiben. Bisher gab's immer Medaillen. Und beim letzten Mal war sie das Maß aller Dinge. Gold in der Einzel- und in der Synchronwertung. Ja, beim letzten Mal hat einfach alles gepasst. Und jetzt bin ich natürlich auch so in der Favoritenrolle. Und das erhöht auch den Druck. Also ich muss ganz extrem an meinen Tauchübungen arbeiten. Also das sind halt solche Trockenübungen zum Beispiel, dass der Kopf geschützt bleibt, damit die Sprünge auch einfach nicht wehtun.
Ui, anstrengend. Wenn der Sprung richtig gut geklappt hat, und wenn ich mir meine Trainerin angucke und Susi sagt, super, dann ist für mich auch der ganze Tag gerettet. War das okay? Ronja, der war super, hast du gut gemacht. Machst du gleich nochmal? Ja. Ein bisschen mehr Spannung, perfekt. Natürlich möchte ich gewinnen und ich hoffe auch, dass es in diesem Jahr wieder klappt. Ne, Ronja ist für mich eigentlich die Top-Favoritin und na gut, wie jeder andere auch. Ein Fehlversuch ist er weg. Ronja Hilbig, die Titelverteidigerin. Siegerin letztes Jahr. Auch Siegerin dieses Jahr? Bist du siegessicher? Also ich muss wie schon am Anfang sagen, es ist mega aufregend. Ich finde auch gerade gar nicht die richtigen Worte. Ich bin total nervös. Ich freue mich auf die Show und wie jeder, der hier mitmacht, hat es verdient zu gewinnen, wirklich. Natürlich würde ich mich freuen, wenn es dieses Jahr auch klappt. Aber erzähl doch mal, warum bist denn du so gut, ey? Ich weiß es nicht. Ich hatte eine ganz tolle Trainerin, die Susi. Und wir haben uns ja auch Jahr für Jahr, Stück für Stück nach oben gearbeitet. Und ja, letztes Jahr war super und dieses Jahr, Hauptsache, wir haben alle Spaß und es wird eine tolle Show. Ich will dich ja nicht unter Druck setzen, aber ich bin jetzt, ich erwarte einiges. Leute, jetzt ganz gespannt sein. Ronja Hilbig mit ihrem ersten Sprung. Und sie wird auch einen sehr, sehr schwierigen Sprung wählen. Von 10 Metern. Handstand mit einem Salto vorwärts. Schwierigkeit 4,0. Zum Handstand muss man auch sagen, die Referees werden darauf achten, dass es nicht nur ein flüchtiger Handstand ist. Also der muss wirklich im kurzen Augenblick beherrscht werden. Ronja Hilbig. So, da gucken wir uns jetzt an. Zwei Probleme habe ich gesehen. A, ist sie ein bisschen durch den Handstand durchgeklappt. Also da kann es schon ein Zehntel Abzug geben. Und unten, als der zu Wasser ging, schauen Sie selbst, verliert die Füße, schlägt über. Also da sind noch Reserven zu erkennen. Hier unten nochmal ganz kurz die Füße weg und hier die Spritzer sprechen natürlich ihre eigene Sprache. Aber es war ein schwerer Sprung. Wo steht sie? Ja, wir schauen mal drauf, die Wertung. Es ist Platz 1 aufgrund des Schwierigkeitsgrades, 78,0 Punkte. Bang, bang, Ronja, ist deine aktuelle Single. Also ich möchte jetzt nicht komisch rüberkommen, aber bang war es noch nicht, weil es welche Probleme gab? Aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ja, das Eintauchen. Aber das habe ich ja gesagt, das klappt bei mir noch nicht so. Eintauchen und den Handstand, da bist du ein bisschen durchgegangen. Aber ich meine, wenn man als Erste nach den bisherigen Springern noch Verbesserungspotenzial hat, dann ist das keine schlechte Ausgangsposition. Danke dir. Ja, meine Damen und Herren, alle sind heute Abend ein bisschen aufgeregt, aber ich bin mir sicher, dass der nächste Springer, der sich ebenfalls auf den 10-Meter-Turm wagt, da keine Probleme hat, denn er liebt den Wettkampf. Meine Damen und Herren, Markus Rehm. Hallo, ich bin Markus Rehm. Er ist die deutsche Ikone aller Sportler mit Handicap. Bei den Paralympics in London holte er Gold und gewann Europa- und Weltmeisterschaften. Alleine in diesem Jahr sprang er mit 8,40 Meter Weltrekord und wurde zum dritten Mal Weltmeister. Ja, als Leistungssportler versucht man natürlich immer ans Limit zu gehen und sich immer neue Ziele zu setzen. Auch das macht mir gerade beim Turmspringen Spaß, auch wenn es mal wehtut, wirklich immer weiterzumachen und ja, möglichst den Sprung dann direkt nochmal zu machen. Im vergangenen Jahr wurde Markus außerdem noch zum Behindertensportler des Jahres gewählt. Ja, die Auszeichnung war natürlich was ganz Besonderes und eine Riesenehre. Und ich glaube, auch bei diesem Event können wir wirklich Menschen, die vielleicht ein ähnliches Handicap haben wie ich, auch ein bisschen Mut machen. Und zeigen, dass man auch trotz Prothese noch einiges erreichen kann. Ich denke, Stärke ist einfach, dass ich gelernt habe, den Kopf auszuschalten. Und wenn der Trainer sagt, geh auf den Zehner, dann gehe ich auf den Zehner. Markus, ein wahnsinniger Sportmann, ist super talentiert. Ist diszipliniert. Wir haben jetzt ein paar Mal trainiert und super Sprünge abgeliefert. Letztes Jahr bin ich Dritter geworden. Das war schon ein richtig toller Erfolg. Und dieses Jahr möchten wir richtig Gas geben und Platz Zweite vorne angreifen.
Markus. Markus. Letztes Jahr im ersten Anlauf gleich Bronze. Da kann doch dein Anspruch jetzt nur noch Gold sein, oder? Ja gut, also mir hat es auf dem Treppchen sehr gut gefallen und ich würde gerne wieder dahin zurück. Bist du nervös? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man hier oben steht, bin ich immer ein bisschen nervös, aber ich denke, es wird schon schief gehen. 10 Meter Turm ist echt nicht angenehm. Wir wünschen dir ganz viel Glück für deinen ersten Sprung. Ab geht's. So, und Markus Rehm, und darauf legt er auch Selbstwert, wird hier keine Sonderrolle irgendwie bekommen. Mit der kleinen, natürlich auch anatomischen Besonderheit, was die Fußstreckung betrifft. Aber ansonsten muss er alles machen wie die anderen. Schwierigkeit 4,0, Handstand mit einem Salto vorwärts. So, und da sah der Handstand ein bisschen besser aus. Drückt auch einen schönen Schweizer dort oben. Also, wir gucken uns den nochmal an. Hätte noch einen Augenblick länger stehen können. Schöne Drehung. Und die Füße, naja, so ein bisschen auseinander. Dadurch hat es auch ein bisschen mehr gespritzt. Da sicherlich auch noch Reserven, was den zweiten Sprung betrifft. Aber auch er hat ja diese hohe Schwierigkeit von 4,0. Und es ist die Führung für ihn. Ja, die Olympia-Schwimmhalle tobt. Markus, ganz kurz deine eigene Bewertung des Sprunges. Wir schauen noch mal drauf. Ja, der Handstand ging ganz gut. Er ist schnell abgefallen. Aber sonst war er ganz gut. Und ja, unten ein bisschen Reserven noch. Fußstreckung noch ein bisschen arbeiten. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden. Fußstreckung noch ein bisschen arbeiten. Ja, danke schön. Danke. Und wir freuen uns jetzt auf ein, ich würde es mal sagen, Comeback. Denn wir haben ihn sehr vermisst im Einzel. 2007 hat er Platz 1 gemacht. 2008 Platz 2 und 2009 Platz 3. Also er möchte gerne jetzt wieder ganz oben aufs Treppchen. Er ist eine echte Kampfsau und ich rede nicht von Stefan Raab, sondern von einem seiner größten und hartnäckigsten Konkurrenten. Hier ist Joey Kelly. Hallo, ich bin Joey Kelly. Auch im letzten Jahr gab es wieder einen Extremlauf. Gegen gleich 5 Herausforderer ging es durch die Wüste von Namibia. Und auch diesen Lauf gewann am Ende er. Der letzte war top, ist gut gelaufen, aber die nächsten Challenges, die stehen an und die werden auch genauso hart. Im Laufe seiner Turmsprungkarriere hat es Joey im Einzelspringen auf 3 Medaillen gebracht. Einmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze. Die letzte Medaille gab es vor 6 Jahren. Höchste Zeit, daran etwas zu ändern. Ich habe dieses Jahr 9 Sprung, wenn alles gut geht und ich glaube, es funktioniert. Wir haben jetzt vor, 9 Sprung zu machen. Da haben wir halt noch ein Problem, den stabil in der Luft zu halten und in der Endphase die richtige Tauchposition zu finden. Ja, okay. Jürgen, vielen Dank. Es muss auf dem Moment alles klappen und deswegen muss man sich zu 100% auf den Sprung konzentrieren. Das passiert innerhalb von keine 2 Sekunden ist man unten. Mit einem falschen Sprung ist man raus. Da ist man nicht mehr im Finale. Und deswegen muss man halt mit diesem Druck umgehen. Die Konkurrenz ist hart, wie immer. Daniel ist wieder da, der hat auch schon mal einen Einzel gewonnen. Schauen wir mal, aber ich glaube, ich habe eine Chance aufs Podest und auch zu gewinnen. Joey Kelly, ein alter Hase beim Turmspringen. Sag mal, dich bringt doch gar nichts mehr aus der Ruhe hier, oder? Doch, ich bin immer noch nervös. Aber es ist das letzte Mal und es wäre natürlich ein Traum, wenn man auch gewinnen könnte und so das Ganze verabschieden. Du bist ja wahnsinnig erfolgreich und jedes Jahr auch mein Favorit. Und deswegen drücke ich dir an dieser Stelle auch wieder wahnsinnig die Daumen. Viel Glück, Joey. Ich schaue aber, bevor Joey beginnt, noch mal ganz kurz auf den Stand. Und Faisal Kawusi ist zwar Fünfter, aber der hatte den besten Sprung. Er war eben nur einfach nicht so schwierig. Jetzt zu Joey Kelly von 5 Metern. 1,5 Salto vorwärts, Schwierigkeit 3,0. Oh, das haben wir von Joey Kelly noch nie gesehen. Den hat er richtig verballert, diesen Sprung. Schauen Sie mal hier, Drehung beginnt ganz komisch.
Hat er dann ein Fragezeichen noch im Körper? Das halbe Becken müsste leer sein von den Spritzern. Hat er auch schon ein kleines Problem beim Handstand? Und dann hat er auch nur Schwierigkeit 3,0. Das war nicht der Kelly, den wir kennen. Nee, das war er wirklich nicht. Und wir schauen mal auf die Wertung. Joey, das kann nicht viel sein. Sechster Platz. Was war los? Es war schlecht gesprungen. Ja, und der Grund dafür? Ich habe keinen guten Handstand bekommen. Und keine Ausrede, es war schlecht. Was heißt das für dich, für den zweiten Durchgang? Geht da noch was? Ich hoffe. Also wäre schön, wenn ich mich weiter qualifiziere, in die Finale reinkomme, weil da zählt es von vornherein. Also da zählt halt die Vergangenheit nicht mehr. Deswegen schade, aber es wäre schön. Danke. Sechs Springer und Springerinnen haben wir gesehen. Im Einzel 5 kommen noch die beiden schlechtesten oder letzten scheiden aus. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zum großen TV-Total-Turmspringen live aus der Olympiahalle in München. Das ist der aktuell führende Markus Rehm. Dann die Titelverteidiger Ronja Hilbig. Und die Überraschung der bisher gesprungenen sechs Kandidaten, das ist Faisal Kavusi mit einem sensationellen Sprung und damit auf jeden Fall noch im Teilnehmerfeld mit der Chance auf einen zweiten Sprung, um dann im Finale eventuell ja sogar aufs Treppchen zu steigen. Die beiden letzten scheiden im Einzelwettbewerb direkt nach dem ersten Sprung aus und dann gibt es für die restlichen noch einen zweiten Sprung. Und eine, die auf jeden Fall gerne dabei sein möchte, das ist unsere nächste Kandidatin. Hier ist Vanessa Meisinger. Hi, ich bin Vanessa Meisinger. Nach ihrem Karrierestart in der Popstars-Formation Sam & Annie wechselte Vanessa bald ins Fernsehen. Bei der Kindersendung Wow! Die Entdeckerzone werden coole Experimente leicht verständlich präsentiert. Seit einiger Zeit arbeitet sie auch für das Wissensmagazin Galileo. Da bin ich jetzt ganz frisch erst mit dabei, habe aber schon einige verrückte Sachen gemacht. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das, was noch kommt. Nach ihrer Turmsprung-Premiere im letzten Jahr hieß es jetzt, möglichst bald an den erreichten Trainingsstand anzuknüpfen. Im letzten Jahr habe ich mir echt so krass oft wehgetan und habe echt immer blaue Flecken gehabt. Und dieses Jahr schlage ich mich schon mal ganz gut. Wenn ich zu Hause sitze und da zugucken würde, würde ich mir auch denken, jo, also kannst du dich auch mal ein bisschen besser anstellen. 5 Meter. Aber es ist was ganz anderes, wenn man einfach selber auf so einer Plattform steht. Und sich dann einfach fallen lassen muss. Und das ist einfach was ganz anderes. Ich habe schon den Anspruch an mich selber, dass ich einfach einen schönen Sprung runterzaubern kann. Ich wäre schon happy, wenn ich wenigstens eine Runde weiterkomme. Also bitte. Liebe Vanessa, wenigstens eine Runde, das wäre gut. Vanessa, letztes Jahr nur 9. geworden. Hast du doch dieses Mal sicherlich mehr trainiert, oder? Es war letztes Mal nicht so gut für mich. Um ehrlich zu sein, habe ich richtig verkackt. Also ich hoffe, dass ich, wie gesagt, gerade auch schon gesehen, wenigstens eine Runde weiterkomme. Aber das liegt ja an mir. Welcher Platz soll es denn mindestens werden? Oh Gott, so viele Chancen rechne ich mir gar nicht aus. Also einfach nur runter, schön landen und einen zweiten Sprung, das möchte ich heute. Vor allem gut dabei aussehen, das tust du auf jeden Fall. Wir wünschen dir viel Glück für deinen Sprung. Danke. Los geht's. So, wir sind auf 5 Metern auf der Plattform und wir sehen einen neuen Sprung, den wir heute noch gar nicht gesehen haben. Einen Delfin-Kopfsprung. Delfin, also rückwärts wegspringen, vorwärts drehen. Schwierigkeit 2,5. So, und ich sag mal so, gut weggekommen vom Brett, bisschen viel Distanz. Aber da spielt natürlich gerade bei so einem Delfinsprung auch ein bisschen die Angst mit einer Rolle. Aber dann haben Sie sicherlich selbst schon das Problem mit den Beinen gesehen. Also die waren nicht zusammen, die waren nicht gestreckt, die Zehen auch nicht. Sie ist zwar gerade reingekommen, aber durch die kleinen Probleme mit den Beinen hat es natürlich ein bisschen mehr gespritzt, als es notwendig war. Und das werden sicherlich auch die Kampfrichter gesehen haben. Wir gucken drauf, 6. Rang für Sie.
Das sagt man im Fernsehen nicht, deshalb habe ich das Mikrofon auch noch nicht hingehalten. Aber trotzdem nochmal für die Zuschauer zu Hause auch dein Kommentar zu diesem Sprung. Kacke. Also, ich habe es nicht richtig. Jetzt sehe ich ihn. Moment. Ja, aber das Problem ist auch, ich kann nie die Zehen ganz durchstrecken, weil ich immer Krämpfe habe. Also, Magnesium soll da helfen. Ganz kurz abschließende Frage, ist das ein Bikini oder ein Badeanzug? Ein Teiler, wie man sehen kann, also es ist ein Badeanzug. Danke. Ja, ja, lieber Buschi. Da guckst du hinterher, ne? Habe ich doch genau gemerkt. Gut, also die Vanessa nicht gerade glücklich mit ihrem Sprung, aber das heißt ja noch nichts. Noch haben nicht alle performt. Der nächste Springer ist ein Neuling und er will heute Abend keine Rosen verteilen, sondern definitiv Punkte bekommen. Hier ist Paul Janke. Moin, ich bin Paul Janke. Der einstige Bachelor gehört inzwischen fest in die deutsche Fernsehlandschaft. Der härteste Job war dabei die Teilnahme beim Promi Big Brother im letzten Jahr. Es war schon wirklich krass, mit fremden Leuten auf engstem Raum zusammenwohnen, aber ich möchte die Erfahrung nicht missen. Ansonsten geht er seiner größten Leidenschaft nach, der Musik. Im Sommer erschien die aktuelle Single Say. Der Jugendkicker des FC St. Pauli spielte später in verschiedenen Oberliga-Clubs. Aber wird ihm dieses Talent heute helfen? Ich muss ehrlich gestehen, wenn es jetzt um Fußball ginge, wäre ich wesentlich entspannter. Wenn man da oben steht, gehen einem tausend Gedanken durch den Kopf und klar möchte man am Ende einen guten Sprung machen und sich nicht wehtun. Wasserspringen ist hart. Wenn Wasserspringen einfach wäre, würde es Fußball heißen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin natürlich wirklich blutiger Anfänger. Und trotzdem bin ich ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ. Und ich werde mein Bestes geben. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist für Springen, dass man natürlich auch Muskeln hat, falls man mal falsch aufkommen sollte, dass man da ein bisschen geschützt ist. Ich habe jetzt zwar die ersten Trainingseinheiten hinter mir, ich fühle mich trotzdem noch so ein bisschen wie ein Toastbrot, das vom Tisch fällt. Paul Janke, du bist so schön. Wie ist denn das zwischen den ganzen hässlichen Menschen hier? Wie bitte? Du bist so schön. Wie ist denn das zwischen all den hässlichen Menschen hier? Nein, alles gut. Schönheit ist vergänglich und ich sage mal, hier kommt es nicht auf die Schönheit an. Hier muss der Sprung gut sein. Insofern werde ich mir jetzt gleich mal ein bisschen Mühe geben. Ich habe dich ja bei den Proben ein bisschen beobachtet. Du hast einen ganz schön gestressten Eindruck gemacht. Bist du jetzt ein bisschen entspannter oder ist es schlimmer? Ja, ich würde mal sagen, ich mache jetzt das erste Jahr mit und man ist natürlich auch nervös, gebe ich auch zu. Man hat das nie gemacht, die Höhe kommt dazu. Insofern bin ich mal gleich gespannt, was ich hier abliefer. Meine Damen und Herren, Paul Janke mit seinem ersten Sprung. Also ein Neuling auf 5 Metern an der Plattform. Sie sehen, das Handtuch liegt da, kann man machen, völlig legal. Und er zeigt einen Salto rückwärts, Schwierigkeit 3,0. So, den können wir uns gleich nochmal angucken, aber eins kann ich gleich sagen, relativ weit weg von der Kante. Sie sehen, er lässt sich nach hinten klappen, dann die Körperstreckung eigentlich ganz in Ordnung, die Zehen hätten lang sein müssen und das Wasser kam auch ein bisschen früh. Also der war ein bisschen flach und dadurch auch nicht gerade reingekommen. Und an dieser bösen Kameraperspektive hat man noch erkennen können, dass der leicht verdreht war. Da kann er nur hoffen, dass das vielleicht die Kamera oder dass das die Referees nicht gesehen haben. So, Paul, willst du diese Wertung? Ja, willst du diese Wertung, Paul? Und hast du dich gefühlt wie ein Toastbrot? Naja, mittlerweile geht es so ein bisschen, würde ich sagen. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig zufrieden, aber für den ersten Sprung war es, glaube ich, ganz anständig. Insofern bin ich jetzt gleich gespannt, was die Jury sagt.
Ja, haben wir gerade gesehen. Du musst ein bisschen aufpassen. Ja? 55,5 Punkte waren es, glaube ich. Das könnte für einen zweiten Durchgang reichen. Ja, da freue ich mich doch. Danke. Es sind auch nur noch drei Springer, zwei scheiden aus, die beiden letzten nach dem ersten Durchgang. Und der Rest darf dann, wie gesagt, auf einen zweiten Sprung hoffen und sich darauf vorbereiten. Die Punkte werden addiert und dann landen vier im Finale. Dort gibt es dann nur einen einzigen Sprung, der über Sieg oder Niederlage entscheidet. Und das gilt natürlich auch für unsere nächste Springerin, Annika Hansen. Hallo, ich bin Annika Hansen. Sie hat sich zur Allround-Waffe entwickelt. Vom Model zu ersten Einsätzen als Expertin für die Liebe, als Außenreporterin für Lifestyle-Magazine bis zur Moderation einer großen Samstagabend-Familienshow. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und weil das scheinbar noch nicht ausreicht, hat sie inzwischen ihren eigenen YouTube-Kanal gestartet. Ich bin total verknallt in mein Pferdchen, also in Wölbchen. Und umso schöner ist es, dass die Videos so gut ankommen und dass sie jetzt so ein bisschen der heimliche Star von meinem Kanal ist. Seit 4 Jahren nimmt Annika beim TV-Total-Turmspringen teil. Mit dem 4. Platz ist ihr 2011 die bisher beste Platzierung gelungen. Letztes Jahr lief es nicht so gut. Eigentlich sollte das ein Rückwärtssalto werden, aber ich weiß auch nicht, irgendwie hat mein Körper sämtliche Spannung in der Luft verloren. Und ja, da sah ich halt aus wie das fliegende Brathähnchen. Und das wäre gut, wenn das dieses Jahr nicht wieder passiert. Mein Training gestaltet sich ein bisschen zäh. Ich bin jetzt im 5. Jahr dabei und im 1. Jahr habe ich mega viel trainiert, dann immer ein bisschen weniger. Aber ich glaube, ich lerne das auch nicht mehr so richtig in Perfektion. Mein Trainer sagt immer, ich könnte dir so viel beibringen, hättest du nur die Angst nicht. Aber ich habe nur mal brutale Höhenangst und mein Körper denkt sich in der Luft immer so, nee, nicht schon wieder wehtun. Eigentlich müsste man Lust haben, sich weh zu tun, aber wer hat schon Lust, sich wirklich weh zu tun? Annika ist mein kleiner Angsthase. Ich liebe sie unwahrscheinlich, ist eine ganz tolle Frau. Wir kämpfen jedes Jahr mit ihren Ängsten und sind eigentlich ganz froh, wenn wir es wieder schaffen, einen neuen Sprung zu machen. Mal schauen, was wir dieses Jahr rausholen. Also ich möchte einen schönen Handstand-Salto zeigen, wie jedes Jahr, und einen passablen zweiten Sprung und dann bin ich glücklich. Annika, letztes Jahr haben wir nur so mittelmäßig abgeschnitten, ne? Ja, ich bin tatsächlich, glaube ich, jedes Jahr ein bisschen schlechter geworden, aber ich habe jedes Jahr ein bisschen mehr Spaß dabei. Super, dein Trainer sagt ja, du bist ja ein kleiner Angsthase, aber ich habe gehört, du bist extra Klippenspringen gegangen, damit du besser vorbereitet bist für heute. Naja, extra nicht wirklich, aber ich reise im Moment ja für TUI Hotspot durch die Welt und da hat man mich auf eine sehr hohe Klippe gestellt und meinte, du kannst ja Turmspringen, mach mal. Und dann habe ich da wieder so gestanden und habe mich aber getraut. Also ich hoffe, dass das an Vorbereitung reicht und man muss wirklich mal sagen, einen dicken Applaus für unsere Trainer, weil was die mit uns leisten, mega. Danke, Jürgen. Dann mach mal, wir sind gespannt. Annika Hansen. Also Annika, in dem Badeanzug sieht sie ein bisschen aus wie Pamela Anderson. Einen kleinen Unterschied, Pamela kann nicht Turmspringen. Also Handstand mit einem Salto vorwärts, Schwierigkeit 3,0 und das Ganze von 5 Metern. So, das sah so ein bisschen so aus, als wenn sie gerade überhaupt keine Zeit hatte für diesen Sprung. Denn da kippte sie durch den Handstand durch. Aber im Vergleich zum letzten Jahr war das wirklich allererste Güte, was sie gezeigt hat. Trotzdem, die kleinen Probleme, die Füße, bisschen auseinander. Aber das ist schon Stöhnen auf sehr, sehr hohem Niveau für Annika Hansen. Wir gucken mal, was die Wertung bedeutet. 5. Rang und damit schon sicher im 2. Durchgang. Ja, Chapeau. Annika, die Frage, die sich aufdrängt, hast du noch was anderes vor heute Abend, so wie du da durch den Handstand durchgegangen bist?
also eigentlich habe ich den immer zu langsam gemacht. Nee, zu schnell. Und jetzt glaube ich zu langsam. Ich blicke da selber nicht durch. Das Problem ist, jetzt muss ich den zweiten Sprung machen. Und ich hoffe nicht, dass ich wieder den Seestern mache. Der war ein bisschen peinlich, glaube ich. Nee, sah super aus. Danke dir. Steven. Ja, lieber Buschi, die Annika sagt, das Problem ist, sie muss jetzt noch einen zweiten Sprung machen. Das sollte eigentlich ihr Ziel sein. Das ist auch das Ziel eines weiteren Springers, über dessen Teilnahme wir uns sehr freuen. Ein weiteres kleines Comeback und er startet natürlich wieder voll durch. Er hat spektakuläre Sprünge bisher immer abgeliefert, aber stand noch nie ganz oben auf dem Treppchen im Einer-Wettbewerb. Er startet aber direkt wieder ganz, ganz oben auf dem Zehner und da hat er vielleicht auch die ein oder andere sehr interessante Erinnerung an den ein oder anderen Aufklatscher auf dem Wasser. Hier ist Daniel Aminati. Hallo, ich bin Daniel Aminati. Seit 2006 ist Daniel eines der Gesichter von ProSieben. Nach dem Wissensmagazin Galileo wechselte er in den Boulevardbereich und moderiert jetzt das Magazin TAF. Ach, die Arbeit beim Fernsehen ist insofern sehr spaßig, weil sie abwechslungsreich ist. Durch Stefan hatte ich in den letzten Jahren die Möglichkeit, auch mal ein bisschen was Sportliches zu zeigen. Und wie fit er dabei ist, hat er regelmäßig unter Beweis gestellt. Natürlich kommen wir auch nicht um seinen legendären 10 Meter Rückenplatscher herum, der Turmsprung-Geschichte geschrieben hat. Hey, der hat garantiert wehgetan. War ja klar, dass ihr diesen Sprung mal wieder zeigt, ne? Ich kann ihn nicht mehr sehen und ich werde alles dafür tun, dass er nicht mehr vorkommt. Wir sind gespannt. Och, das Training läuft eigentlich ganz gut. Ich arbeite ja wieder mit meinem Erfolgstrainer Michael Keminata zusammen. Der hat immer die Angewohnheit, dass er immer meine Sprünge filmt. Hopp! Dann können wir ganz genau sehen, wo ich gerade stehe. Weltmeister werde ich nicht mehr in diesem Leben, aber vielleicht reicht es ja fürs Treppchen. Der Daniel ist gut drauf und hoffen wir, dass er es diesmal schafft, auch im Wettkampf das umzusetzen und den ersten Platz zu holen. Ich war, glaube ich, noch nie so gelassen wie bei diesem Turmspringen. Ich will mal fast pathetisch sagen, aus einer Dankbarkeit zu Stefan heraus, der uns in den letzten Jahren viele Möglichkeiten gegeben hat, uns zu präsentieren. Und das Turmspringen ist in meiner Karriere irgendwie auch ein wichtiges Event. Vielleicht reicht es ja diesmal für ganz vorne, habe ich noch nie geschafft. Vielleicht klappt es ja beim allerletzten Mal. Wäre ein toller Abschluss. Daniel, 7-mal dabei, Bronze, Silber hast du schon, Gold fehlt aber noch. Ja, Gold fehlt, aber ich bin jetzt erstmal froh, wenn ich den ersten Sprung gemacht habe, den einigermaßen sauber runterbringe. Ich glaube, hier ist jeder für eine Überraschung gut, deswegen einfach mal konzentriert jetzt runterspringen und dann schauen wir weiter. Der Rückenklatscher 2009, der war ganz schön heftig. Nein, war ich nicht. Ja. Denkt man daran, wenn man immer wieder vom Zehner springt? Nee, eigentlich nicht. Ich muss auch gestehen, es war nicht ganz so schlimm, wie es dann schlussendlich aussah. Ich will ihn trotzdem nicht wiederholen. Also von daher. Okay, viel Glück, Daniel. Dankeschön. So, ich nehme an, er will noch was ausziehen. Oder? Ja, Sie dürfen gleich ruhig applaudieren. Denn er macht ja ein-, zweimal Sport im Monat. Das wird man sicherlich gleich sehen, unser Daniel Aminati. Ja, seine Sprünge, irgendeine Mischung aus Genie und Wahnsinn. Also der kann wirklich Hammerdinger hinlegen, aber der kann eben auch das Becken fast leer machen. Von 10 Metern, anderthalb Delfin-Salto, also tatsächlich auch wieder rückwärts wegspringen, vorwärts drehen, anderthalb Mal das Ganze. Die Schwierigkeit 4,5, also mit die höchste Schwierigkeit, die wir hier heute Abend bisher gesehen haben. Und der war nicht schlecht. Und das war auch sehr interessant, den von oben zu sehen. Mal gucken, ob hier die Bestätigung kommt. Der war sehr knapp an der Kante. Ja, jetzt die Öffnung. Füße lang, geht er rein, spritzt ein ganz klein bisschen. Also, der war ziemlich krass, aber im positiven Sinne. Und dann die hohe Schwierigkeit, wo liegt er in Führung? Daniel Aminati liegt in Führung.
So, wir gucken uns das Ding nochmal an, Daniel, dein Kommentar dazu. Leck mich am Arsch. Das ist krass. Nein, aber ich bin, glaube ich, nicht schlecht weggekommen. Ich hoffe, dass der zweite ähnlich läuft. Deswegen halte ich jetzt die Fresse, weil wer zu hoch fliegt, der fliegt stark wieder auf den Boden. Das Wie kriegt man so einen Körper? Natürlich ein bisschen Training ist klar. Aber das A und O ist Ernährung. 70% machen Ernährung aus. Und von daher kann ich allen nur raten, irgendwie gut zu kochen. Wir haben bei unserem Mach-Dich-Krass-Programm, wenn ich das kurz sagen darf, 300 Rezepte. Wir haben so viele Komplimente dafür bekommen. Wir haben jetzt ein kleines Buch rausgebracht. 100 Rezepte findet ihr da. Wenn ihr Bock habt, geht mal auf kochdichkrass.de und dann sieht man so aus. Ganz einfach. Ich ernähre mich seit vielen Jahren so. Dankeschön, Daniel. Danke. Und krass wird es jetzt auch, meine Damen und Herren, denn wir kommen zu unserem Teilnehmer Nummer 11. Der hat sich ganz viel vorgenommen für heute Abend und wir sind gespannt, wird es ein Joey Kelly oder ein Daniel Aminati, aber das kann nur ein Mann beantworten, und zwar Stefan selbst. Sophia, der steht bei dir. Ja, was will er denn heute Abend? Er steht bei mir. Stefan, mal wieder hat die Auslosung dich ganz zufällig auf den letzten Springer gelegt, richtig? Weiß ich gar nicht, ob das eine Auslosung war. Wahrscheinlich ist das Willkür gewesen. Was hast du denn bis jetzt für so einen Eindruck von der Konkurrenz gemacht? Ja, also heute sehr gut, habe ich den Eindruck. Also Daniel war spitze gerade, aber auch vorher einige andere. Also da wird es schwer für mich, aber ich gebe das Beste, was ich imstande zu leisten bin. Das glaube ich dir. Ja. Stefan Raab, bitteschön. So, wir gucken noch mal ganz kurz, bevor Stefan beginnt, denn der braucht ja immer einiges an Konzentration, auf die Liste. Eine Sensation gibt's schon. Joey Kelly ist draußen. Vanessa Meisinger ist on the bubble, wie man sagt. Also das hängt jetzt von Stefans Sprung ab. Und Faisal Kawusi ist weiter. Der ist im zweiten Durchgang. Die Sensation. Aber jetzt schauen wir, was Stefan macht. Der hat einen schwierigen Sprung vor. Von 5 Metern. Der Salto rückwärts. Schwierigkeit 3,0. Da ist also alles für ihn drin. Naja, was soll man sagen? Ich habe beinahe gesagt, ich will ja im nächsten Jahr noch dabei sein. Aber jetzt gucken wir uns den Sprung an. Viel schönreden kann man daran nicht. Denn die Arme waren nicht am Körper, die Beine waren ein bisschen krumm. Er lässt sich auch anfangs nur nach hinten fallen. Und dann spritzt er natürlich wie verrückt, weil er so leicht verdreht aufkommt. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was bei Stefan Raab rauskommt. Buschi, du musst ihn trösten. Der 9. Rang. Naja, ich weiß nicht, ob ich ihn trösten muss. Denn für Stefan ist das Erreichen des zweiten Sprungs für mein Dafürhalten ein Erfolg. Warum sah das ein bisschen aus wie ein Kartoffelsack? Ich habe es gerade gar nicht gesehen. Ich hatte das Gefühl, es sah spitze aus. Ja, ja. So hat es sich für mich auch angefühlt, wie ich es gerade gesehen habe. Sehr gut. So unterschiedlich können Wahrnehmungen sein. Ich habe aber den Eindruck, hier sehen wir es nochmal, du bist austrainiert wie seit Jahren nicht, ne? Absolut. Ich bin in körperlicher Bestverfassung. Ich mache seit 30 Wochen das Programm von Daniel. Und es läuft, es läuft. Du bist auf jeden Fall im zweiten Durchgang. Dankeschön, Stefan. Ja, da hat das nochmal geschafft, der gute Stefan. Also, das waren sie, unsere 11 Teilnehmer im ersten Durchgang im Einzel. Und wir schauen uns jetzt mal das Ergebnis an. Die beiden letzten scheiden aus, haben keine Möglichkeit, noch Punkte zu machen. Also ganz klar, Daniel Aminati mit 112,5 Punkten auf der 1. Dahinter Markus Rehm, dann Ronja Hilbig, Anna Bellmann-Deng, also all die Leute, von denen man auch gedacht hat, dass sie da ganz oben mitspielen. Marcel Nüyen, Annika Hansen, trotz Ängsten auf dem 6. Rang. Nummer 7, Paul Janke. Nummer 8, Faisal Kawusi. Und dahinter auf der 9, Stefan Raab. Und überraschenderweise raus, Vanessa Meisinger wollte gerne mehr, hat es nicht geschafft. Und Joey Kelly mit dem kürzesten Comeback in der Geschichte des TV-Total-Turmsprings. Aber er tritt nachher noch an. Im Synchronsprung gemeinsam mit Peter Imhof.